Schwerin folgt Potsdam ins Volleyball-Pokalfinale. In einer packenden, in einer spannenden Partie laufen die Gäste von Palmberg-Schwerin zunächst einem Rückstand hinterher. Der erste Satz geht klar an die Gastgeber aus Stuttgart. Beide Teams kennen sich nur zu gut. Aus der Bundesliga sind derzeit Tabellennachbarn und Schwerin schlägt wieder zurück. Der zweite Satz geht an das Team aus Mecklenburg-Vorpommern. Schon ein Satzgewinn mehr als in der Liga Mitte November beim Gastspiel in Stuttgart, als man 0:3 unterlag. Etwas mehr Spannung heute also im Pokal-Halbfinale. Doch auch diesmal legen die Frauen von Allianz MTV Stuttgart wieder vor. Die Schwaben gewinnen den dritten Satz und ziehen auch im vierten komfortabel auf 12:5 davon. Eine sichere Nummer, oder? Pustekuchen. Schwerin gibt nicht auf und gewinnt den vierten Satz tatsächlich noch. Showdown in Satz 5. Und diesmal ist der Bann für die Schweriner gebrochen. Stuttgart hat kaum noch etwas entgegenzusetzen und verliert das Halbfinale verdient gegen starke Schweriner.